Landammann Markus Diet. Der Bundesrat hat heute die außerordentliche Lage erhöht und der Kanton Aargau ist mit der kantonalen Notlage nachgezogen. Was heisst das jetzt konkret? Für uns ist das eigentlich die Übersetzung von der Anordnung vom Bund, dass wir überhaupt im Kanton Aargau jetzt da, wo verordnet worden ist, wo beschlossen worden ist, umsetzen im Kanton Aargau. Das ist eigentlich die Antwort auf die außerordentliche Lage beim Bund, ist bei uns die Notlage, dass wir also mit unseren Instrumenten, die wir dann zur Verfügung haben, auch kantonalen Führungsstab etc., das nachher können umsetzen. Und jetzt geht es darum, aber auch, und das ist ganz wichtig, dass die Bevölkerung, dass man ruhig bleibt, dass man jetzt nicht in eine Hysterie hineinkommt. Es hat genügend Nahrungsmittel, es sind keine Hamsterkäufe notwendig. Es ist, die Sicherheit ist gewährleistet. Und das ist, glaube ich, jetzt wichtig, dass man auch schaut, vor allem, dass die 65-Jährigen und sonst Risikopatienten oder Risikopersonen eben jetzt wirklich daheim bleiben und nicht sich noch einer Ansteckung aussetzen. Da folgen wir dem Aufruf vom Bundesrat und insistieren auch, dass der Appell wirklich jetzt im Kanton Aargau wirklich soll umgesetzt werden. Also jeden und jede kann da eigentlich etwas dazu beitragen im Moment? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man im Privaten daran denkt, oder? Wenn man auch in Kontakt kommt, wenn man beispielsweise ein Familientreffen hat, dass man halt überlegt, wer ist an dem Familientreffen dabei? Es hat irgendeinen 94-Jährigen und irgendwie jemanden, der jetzt gerade schwer krank ist, der vielleicht sogar ein Lungenproblem hat oder etwas. Dann ist es vielleicht nicht so geschickt, wenn nachher dann noch Kinder und alles von der ganzen Schweiz zusammenkommen und dann man sich so trifft. Das muss man jetzt halt in dem Moment darauf verzichten und daran denken. Das ist wichtig, dass man eben alle sich an diese Vorgaben jetzt halten. Herr Regierungsrat Jean-Pierre Galati, die Schulen die sind weiterhin zu, das ist klar. Aber was sich viele noch fragen, ist, wie geht es weiter mit Kitas, Spielgruppen? Was können Sie dazu sagen? Die Schulen und die Kinderkrippen, die sogenannten Kitas, sind verpflichtet, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten und die Kinder zu betreuen. Anders ist es bei den Spielgruppen, die der Bundesrat anordnet, dass sie zugehen müssen, dass sie im Moment ihren Betrieb einstellen müssen. Kitas könnten aber nach wie vor selber entscheiden, ob sie offen behalten oder nicht. Grundsätzlich können die selber entscheiden. Ja. Die müssen ja wahrscheinlich auch ein Stück weit ein bisschen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen anstellen oder auch feststellen, zuerst, wie viele Kinder kommen überhaupt noch zu ihnen, um tagsüber betreut zu werden. Und wenn das zu wenig sind, müssen sie wahrscheinlich eine andere Lösung suchen, sonst irgendwann geht nicht die Rechnung mittelfristig nicht mehr auf. Bildungsdirektor Alex Hürzler, vor dem Wochenende habt ihr den Schulleitungen und den Lehrern eine Aufgabe geben, dass sie schauen sollen, wie es weitergeht, die Woche, wo die Schulen zu haben müssen, der Präsenzunterricht nicht stattfindet. Wie ist das vonstatten gegangen? Ja, ist natürlich alles sehr schnell gegangen, muss aber sagen, also wirklich Chapeau. Vorbildlich, wie die Schulen, alle Involvierten vor Ort über das Wochenende gearbeitet haben. Und man kann sagen, heute Morgen sind die Betreuungsangebote, die wir ja Sofortmassnahmen am Freitag beschlossen haben, die sind bereit gestanden und sehr vorbildlich gewesen und sind auch viele Schulen bereits schon einen Schritt weiter gewesen. Und da haben wir darum jetzt heute auch mit den zuständigen Schulverbänden auch Diskussionen geführt, wie wir jetzt die nächste Phase angehen wollen. Für wer sind denn die Betreuungsangebote und wie sind sie jetzt heute auch genutzt worden? Ja, sie sind ganz unterschiedlich wahrscheinlich jetzt aufgestellt worden. Genutzt worden sind sie allerdings sehr wenig. Also ich habe einige Hinweise und das ist alles im einstelligen Prozentbereich. Also offenbar haben sich über das Wochenende alle Eltern irgendwie können organisieren, auch die, die am Arbeiten sind. Und ich hoffe natürlich stark, und das ist auch ganz wichtig, dass eben auch nicht daheim jetzt ältere Personen für die Betreuung von diesen Kindern und Schülerinnen und Schülern zuständig sind. Wir müssen es wirklich schauen, dass wir uns gegenseitig können schützen und vor allem die Eltern und die kranken, angeschlagenen Personen sollten jetzt keine so Betreuungsaufgaben übernehmen.